Solange ich mich als dritter Pol zwischen Himmel und Hölle befinde, sehe ich mich noch nicht genötigt, mich an eins davon zu binden, sondern sehe mich an beschränkten Mustern in Blicken satt. Seit man mich aus Vishnus Torso geschnitten hat, steht die Idee im Zentrum, ihre Gliedmaßen wachsen hinaus über Zäune, selbstgeschnittener Raster ins Blaue. Fesseln meine Arme, damit ich nicht schwimmen kann und im Fluss des Zeitgeistes ertrinken muss und meinen Platz in der Gruppierung überdenke, statt mit ihr die eigene Unsicherheit zu überblenden, die ich bekämpfe in rituellen Sprechgesängen für den Hauch der Illusion von Verständnis, denn reicht man keinem die Hand, spart man Zeit beim Pissen am Waschen der Hände. Doch spart man Zeit beim Benutzen des Kopfs, spart man sicherlich am falschen Ende. Und so entsteht Charakter, seelenlose Götzen der Wackness, die messend am Standard des subjektiv Echten für mich entscheiden über Gutes und Schlechtes, obwohl sie sich auch genauso gut ins Knie ficken könnten oder an sich selber spielen oder wie jeder andere Mensch auch durch Selbstprostitution Geld verdienen. Trends wiederholen sich im Kreislauf, macht das Label das Arschloch weit auf. Du gehörst ins Fernsehen, Magazine, Lifestyle, schwebt mit dem Zeitgeist. Hatte erstmal deinen Kopf ersetzt, ist es nicht mehr weit her mit der Seelquantisierung. Yes, yo, ist es nicht mehr weit her mit der Seelquantisierung. Ich befrei mich von allen Rastern des Zeitgeistes, das Zukunft betrifft und das Resümee und Schreibzeilen. Ich befrei mich von allen Rastern des Zeitgeistes, was Zukunft betrifft und das Resümee und Schreibzeilen. Ich befrei mich von allen Rastern des Zeitgeistes, was Zukunft betrifft und das Resümee und Schreibzeilen. Ich befrei mich von allen Rastern des Zeitgeistes, was Zukunft betrifft und das Resümee. Yo.